Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es die angekündigte 500 Abonnenten-Verlosung und ich muss wirklich sagen, ich bin so, so, so glücklich, einfach weil ich nicht dachte, dass das so schnell geht. Ich habe damit wirklich, wirklich nicht gerechnet. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin jetzt seit 2 Monaten hier auf YouTube. Ich habe am 15.12., also letztes Jahr, mein erstes Video hochgeladen. Vor ungefähr genau 2 Monaten und die 500 Abonnenten habe ich am 14., also am Valentinstag geknackt und das war natürlich nochmal zusätzlich schön. Also ich habe mich wirklich so, so, so sehr darüber gefreut und ich freue mich auch immer über euer so, so positives Feedback. Ich habe ja schon viel in meinem Damn-Hall-Video gesagt und ja, ich will auch euch eigentlich gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich war für euch einkaufen und zwar im DM natürlich und habe so ein paar Beauty-Produkte gekauft, die ich einfach selber super, super schön fand oder auch selber wirklich empfehlen kann und dachte, ich werde dann so ein kleines Beauty-Paket verlosen, also einfach so eine kleine Beauty-Tasche, wo halt so ein paar Dinge drin sind, die ich einfach super schön fand. Ja, ich hoffe wirklich, dass sich derjenige, der das dann gewinnen wird, darüber freuen wird. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, erzähle ich euch einfach mal gleich, was ihr machen müsst, um bei der Verlosung teilzunehmen. Einfach Abonnent meines Kanals sein, dann einen netten, lieben Kommentar schreiben, einfach irgendwas, was euch gerade so einfällt. Vielleicht, wie ihr irgendwie auf mich gestoßen seid oder wie ihr meine Videos findet und wie auch immer. Ihr könnt eigentlich alles schreiben und damit nehmt ihr dann eben teil. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch noch so als kleinen Zusatz dann eben bei Instagram und Twitter mir folgen und ja, das wird alles in der Infobox nochmal stehen. Ich freue mich wirklich sehr darüber, weil dann kann ich auch über Twitter oder auch Instagram etwas ankündigen, zum Beispiel meine Videos oder wenn es irgendwas Besonderes gibt oder vielleicht könnt ihr mir dann auch über Twitter und so schreiben und ich antworte euch wirklich gerne und schreibt mir auf jeden Fall auch eure Videowünsche in die Kommentare. Und was ich wirklich noch sagen wollte, ich wollte demnächst ein Frage- und Antwort-Video drehen. Also schreibt mir bitte wirklich gerne alle möglichen Fragen auf Instagram. Schreibt sie mir bei Twitter, schreibt sie mir hier unter diesem Video, schreibt sie mir bei YouTube als Direktnachricht, schreibt sie mir wo auch immer ihr es machen wollt. Und ich freue mich wirklich sehr darüber und werde die dann demnächst in einem Video alle beantworten. Und ja, das wollte ich nur noch mal schnell sagen, dass ihr das wisst. Dann fangen wir vielleicht mal an. Ich zeige euch einfach die Produkte. Und zwar habe ich hier diese kleine Tasche. Lasst euch nicht von der Größe abschrecken, da ist einiges drin. Und ich zeige euch einfach gleich mal, was da so drin ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich habe mich bei diesem Einkauf auf eine Marke spezialisiert, sage ich jetzt mal. Weil ich einfach finde, dass das die Marke ist, die wirklich, wirklich gut ist im Drogeriebereich, aber auch ziemlich preisgünstig ist. Und ich finde eben, dass die Produkte für mich funktionieren sie sehr, sehr gut und diese Marke ist eben in diesem Fall Catrice. Und ich habe versucht, mir so ein paar Dinge rauszusuchen, wo halt für jedes wichtige Abteil des Gesichtes bzw. von Beauty was dabei ist. Fangen wir mal mit den Nägeln an. Und zwar habe ich da so einen Nagellack von Catrice aus den Luxury Nudes. Das ist so ein matter Nagellack und ich fand das so cool und der sah so schön aus. Und der ist in der Farbe 04 Your Fresh Apricot, also ja, es ist so ein Apricot-pinker Nagellack, also er ist wirklich wunderschön, also er ist richtig schön, er ist so ein matter Nagellack, ich habe mir das dann auch aufgetragen, bei Catrice kann man ja mal gucken, wie die aufgetragen aussehen, habe ich mir auch angeschaut, und der hier hat mir am besten gefallen, deshalb habe ich den einmal mitgenommen. Dann mal weiter mit einem Blush, und zwar ist das so ein Powder Blush und das ist eine Limited Edition, davon gab es auch wirklich nur noch dieses eine und deshalb habe ich auch diese Farbe gewählt, einfach weil ich die am schönsten und am natürlichsten fand. Das ist so ein sehr helles Pink, aber sieht einfach wunderschön aus in der Farbe 1001 Macarons Pour Marie. Also, ja, das ist dieser Blush. Da steht drauf, seidiges Puder Rouge für einen natürlich strahlenden Teint. Also, ich finde es super schön. Also wirklich, es sieht total schön aus. Es hat auch so eine süße Musterung und so. Und es war einfach die Farbe, die mir am besten gefallen hat. Außerdem war das auch die meistverkaufte Farbe, habe ich mir sagen lassen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Blush und das wird auf jeden Fall auch dabei sein. Dann machen wir mal weiter mit den Augen. Und zwar habe ich da einmal so einen Eyeliner. Den hattet ihr auch, wenn ihr mal in den DM-Haul geguckt habt, da gesehen. Den habe ich mir auch gekauft und ich kann den wirklich weiterempfehlen. Das ist ein wasserfester Eyeliner-Pen. Und der hat halt so eine Filzspitze und die ist cool, weil, ich werde den jetzt hier nicht öffnen, aber weil der einfach wirklich sehr präzise ist. Also man kann damit dicke Linien, aber auch sehr präzise dünne Linien ziehen. Und daher kann ich den wirklich weiterempfehlen. Ich benutze den jetzt auch. Also ich habe daran bisher noch nichts auszusetzen. Und ja, der wird dabei sein. Dann noch ein Mascara. Und zwar habe ich mir gedacht, ich benutze ja die Glamourdoll Mascara. Und die ist ja auch sehr verbreitet so auf YouTube. Und finde ich auch wirklich gut. Also ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Und sie ist super preiswert dafür, was sie tut. Also sie tut wirklich, was sie verspricht. Und ich dachte aber, dadurch, dass viele wahrscheinlich nicht
wasserfeste Mascaras benutzen, beziehungsweise nicht regelmäßig wasserfeste Mascaras benutzen, habe ich mir gedacht, nehme ich nicht die wasserfeste Version, sondern diese Volumenversion. Die hat einen ähnlichen, ich glaube sogar denselben, dasselbe Bürstchen wie die Glamour Doll Mascara in wasserfest, also die normale blaue. Und die hier ist eben schwarz und soll eben nochmal extra Volumen, macht eigentlich genau dasselbe wie die normale Glamour Doll, aber soll halt nochmal extra Volumen geben. Deshalb habe ich die hier mitgenommen, weil ich fand, das hat sich total cool angehört. Und ich glaube auch, dass sie wirklich gut sein wird und ich rede viel zu schnell. Jedenfalls, diese Mascara ist dabei und dann machen wir weiter mit einem Lippenstift. Und zwar ist das auch derselbe Lippenstift, den ich in meinem DM-Haul gezeigt hatte. So ein sehr, sehr pinker Luminous Lipstick, also eins aus dieser Reihe, die sehr glänzend sind. Ein bisschen Lipgloss ähnlich, aber halt ein Lippenstift. In der Farbe 090 Lovable Me. Wenn ihr sehen wollt, wie der aufgetragen aussieht, dann schaut euch mal meinen DM-Haul an oder auch mein Get Ready With Me für Valentinstag. In beiden habe ich den, meine ich, einmal gezeigt, auch aufgetragen gezeigt. Und ja, dann schaut euch das da mal an. Das ist auf jeden Fall so ein super schöner Pinkton mit so Glitzerpartikeln drin, die aber sich sehr zurückhalten, also nicht so extrem aussehen, aber er ist wirklich wunderschön. Also ich benutze ihn super gerne, ich habe mir den auch gekauft. Und als letztes Produkt, ein Produkt, worauf ich irgendwie mich total gefreut habe, euch das zu verlosen. Und zwar ist das diese ganz neue Absolute Rose Palette von Catrice. Und das ist diese Palette, die von den Farben her extrem an die Naked 3 Palette erinnert. Ich habe ja die Naked 3 Palette und ich finde wirklich, dass die Farben sich sehr, sehr ähneln. Und die wurde ja auch sehr gehypt, also von Catrice, bevor die rauskam. Und ja, ich freue mich total, dass ich die kriegen konnte, weil die war auch schon wieder fast ausverkauft, obwohl die gerade erst neu ins Sortiment kam. Und deshalb werde ich die einmal noch verlosen und die hat einfach wirklich wunderschöne Farben. Auch von der Qualität dieser Paletten bin ich wirklich überzeugt. Ich habe ja diese Absolute Nude Palette, ist das glaube ich, wo die ich immer benutze für halt eben auch meine Augenbrauen, aber auch für mein Augen-Make-up ab und zu. Und ich bin von der Pigmentierung und von einfach dem Produkt an sich wirklich überzeugt. Also ich finde, Catrice macht das für das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut und deshalb einmal diese Absolute Rose Palette. Und ja, das sind dann halt die Produkte, die in der Verlosung drin sein werden. Die kommen in so einem kleinen Beauty-Täschchen, was ich irgendwie süß fand. Das ist so pink und das hat ja auch noch so einen kleinen Spiegel drin. Wirklich auch nochmal danke für diese 500 Abonnenten. Ich bin echt total überwältigt davon, dass das so schnell ging. Das ist irgendwie total krass in 2 Monaten so. Also ja, echt. Dankeschön. Dafür. Ich mache es super gern, also es macht mir super Spaß. So, und das war's auch schon mit diesem Video heute. Denkt daran, nochmal in die Infobox zu gucken für alle Informationen, die ihr braucht. Falls ihr euch das jetzt hier nicht so richtig gemerkt habt in dem Video. Und da werden auch noch mein Twitter-Account und mein Instagram-Account geschrieben sein. Also das findet ihr noch alles und auch noch weitere Informationen, die vielleicht noch wichtig für euch sind. Und dann hoffe ich wirklich, euch hat dieses Video gefallen und wünsche euch ganz viel Glück bei dieser Verlosung und freue mich auch schon wirklich darauf. Die Verlosung wird eine Woche lang gehen, also bis nächsten Mittwoch. Da werde ich dann der Gewinnerin schreiben und dann guckt auf jeden Fall in eure YouTube-Postfächer, weil dann werde ich euch da schreiben und dann werdet ihr wissen, ob ihr gewonnen habt. Ich werde dann natürlich hoffen, dass ihr mir dann zurückschreibt, mir antwortet, damit ich euch dieses Paket zukommen lassen kann. Dann müsstet ihr mir natürlich eure Adresse schreiben und alles, aber das lässt sich dann eben alles regeln. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück bei der Verlosung und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!